So, hallo. Guten Tag und herzliches Willkommen. Ich glaube, Mr. Brock hat gerade meine Aufnahme kaputt gemacht. Egal, ich mache trotzdem weiter. Serious Sam heißt das Spiel. First Encounter in was auch immer. Ich mache mich mal ganz kurz auf Offline. Zack. Dann kommen da keine blöden Einblendungen mehr. Habe ich total vergessen. Das Spiel ist wahrscheinlich bei uns, bei euch gerade mit ein bisschen schwarzen Rändern eventuell. Ich suche gerade, wo ich auf Start machen kann bei diesem Spiel. Ich weiß es gar nicht. Es gibt Exit. Wenn ich Escape mache, dann geht's doch los. Jawohl. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Das Spiel ist aus dem Jahr. Ich weiß es nicht. Das darf man auch nicht als ein ernsthaftes Spiel, glaube ich, nehmen. So. Wir haben was gefunden. So, zack, weiter geht's. Gar nicht lange aufhalten. Wir haben eine Message anscheinend. Ich weiß noch nicht, wie man die öffnet. M vielleicht. N. I. Y. X. R. T. Z. Hier ist die Konsole. Verdammt. Okay. Ich war in der Rüstung. Das ganze Spiel dreht sich um das möglichst seriöse Ausschalten von merkwürdigen Figuren, die irgendwo rumlaufen und überhaupt. Und wir haben zwei Springfield 45er Revolver und nun auch eine Kettensäge. Aber ich stehe mehr auf die Revolver. Vor dem Kaliber 45 sind die ziemlich gemein. So, ich kenne das Spiel an sich schon. Use. Use. Press Use. So, wir haben. Wo ist denn das mit unseren Messages? Das kann doch nicht jetzt. Ist das die Mesh? Good luck and brave enemies. Okay, weiß ich nicht. Ach so, wenn wir eine neue Waffe finden. Oh, da kommt schon der erste. Ich weiß nicht, ob man den überhaupt sieht auf YouTube. Ich baller einfach mal wie ein Irrer drauf und lass den mal ein bisschen näher kommen. Ungefähr so wird das gesamte Spiel ablaufen. Falls sich schon einer gefragt hat, was hier überhaupt der Sinn dieses Spiels ist bei diesem Intro, das ja nicht unbedingt klar aufklärend war. Also im Prinzip geht es darum, Waffen zu nehmen und auf alles zu schießen, was sich bewegt. Das sind merkwürdige Viecher mit einem Auge bis hin zu, ich weiß es nicht. Oh, eine Shotgun. Bis zu den Viechern, die auf dich zurennen und dann, glaube ich, explodieren. Ah, ne, das sind immer noch dieselben. Da habe ich mich wohl geirrt. Naja. Ja, aber das ist ja. Es ist ja. Also, wenn man weiß, wie es geht, dann sind die natürlich kein Problem. Ich habe den Spielmodus auf Easy gestellt, wer das Spiel kennt und es vielleicht selber spielt oder so, damit du dir ungefähr einen Eindruck machen kannst, welchen Schwierigkeitsgrad ich hier habe. Ich habe es auch mal früher auf ganz hart gespielt. Da war das Ganze dann schon etwas sehr viel schwieriger. Vor allem, da das Spiel nicht von alleine lädt, nicht von alleine speichert, sondern ich immer angeben muss im Prinzip, dass ich speichern will. Was, ich habe halt so, ich glaube, eine Stunde lang gespielt. Und ja, dann kannst du halt denken, was passiert ist. Das Spiel hat sich gesagt, ey, fick dich. Und hat halt mich einfach rausgeschmissen. Also ich bin halt gestorben und dann war halt scheiße. Ach, das sind die Männchen, die explodieren. Ich hoffe, ich glaube, die sieht man auf YouTube gar nicht. Da müsst ihr die Auflösung auch so hochstellen. Das tut mir natürlich leid, aber ich habe mir jetzt gerade nur einfach gedacht, ich habe gerade ein bisschen Freizeit. Mache ich doch mal hier ein altes, geiles Spiel an. Ja, geil ist jetzt, was ist ein nettes Ballerspiel. Das ist ein professioneller First-Person-Shooter, könnte man das natürlich auch nennen, aber naja, würde ich jetzt nicht zwingend als ein bezeichnen. Also, Revolver-Munition haben wir auch zum Glück genug. Und unendlich überhaupt. So, das Vieh rennt auf uns zu. Habe ich schon erledigt? Was? Meine Maus ist so schnell, da komme ich gar nicht hinterher. Dann wechsle ich einmal nochmal zu unseren zwei Springfield-Revolvern. Und weiter geht's. Vor allem haben wir hierfür einfach unendlich Munition. Ups. Der sieht nicht nett aus. Nicht freundlich. Meine Maus ist viel zu schnell. Ich habe zu Shotgun gewechselt. Ja. Au, 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 au. Ja, wenn das Vieh dich überrennt hier, ne? Dann ist aber. Kann ich mir jetzt an den Kamin hängen? Ah, ne, verschwindet schon. Schade. Wahrscheinlich ist das Ganze auch in der deutschen Version oder so, damit hier nicht ganz so viel Gewalt vonstatten geht.
Ah, da kommen wieder die Menschen, die explodieren. Ich habe mir noch einen Springfield-Revolver, falls wir den anderen nicht mitgenommen hätten, denke ich mal. Damit wir auch auf jeden Fall zwei Stück haben. Weil ich meine, was ist besser als eine Waffe? Ja, du weißt es. Zwei Waffen. Ein Scharfschützengewehr, jawohl. Aber ich weiß jetzt, was schon passiert, weil ich das Level schon kenne. Diesen ganzen... Ja, überspring hier. Erstmal will ich Revolvers wieder haben. Denn jetzt kommen erstmal ein paar Flugviecher, während wir hier eingesperrt sind. Ich glaube, wir werden schon von irgendwo beschossen. Die sind so klein und bei dieser Grafik so schwer zu sehen. Ne, ach ne, da oben ist noch einer. Ja, den kriege ich aber mit den Revolvern auch. Also das soll ja jetzt... Ich weiß nicht, mit was der auf mich schießt. Ich kann das wirklich nicht erkennen, aber... Ich weiß nicht, ob Kopfschüsse mehr bringen. Ich... Einfach... Es ist alles... Einfach drauf schießen, das wird schon hinhauen, denke ich. Wir haben gerade mal 3 HP verloren. Siehste, hat alles geklappt. Ich schieße nochmal kurz die Trommeln der. Mit dem Schiff sind wir wahrscheinlich gekommen, also so komme ich meistens auch zur Schule. Das ist halt ein Spiel, das auch auf meiner Bird Coming from the Mountain. Da oben sind sie schon. Das Spiel basiert auch im Prinzip auf meinem wahren Leben. Deshalb spiele ich das hier auch. Also, wer sich fragt, ey, was haben die Entwickler sich dabei gedacht? Die haben halt einfach mein Leben als... Ja, einfach übernommen als Spiel im Prinzip. Ich werde, glaube ich... Ja, du bist hier schon vor Ort, mein Freund. Komisches Vogelfieh. Das komische Geräusch macht. Ich hoffe auch, dass der Sound passt. Ansonsten müsste ich den vielleicht noch ein bisschen lauter stellen. Ah, das greift mich im Nahkampf an. Was ist das? Das ist weiblich, glaube ich. Au. 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 Au! Shotgun, wo bist du? Ich sehe euch nicht. Ah! Hilfe! Hilfe! Oh Gott! Oh Gott! Ich will hier raus. Ich will hier raus. Lass mich hier raus. Map. Ja, ich darf hier raus. Ich bin frei. Serious Speed oder so hat er gerade gesagt, hier wahrscheinlich. Hier laufen auch komische Viecher rum, die Granaten anscheinend werfen. Zack, zack. Zack, 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 zack. Anscheinend haben wir da eine Art Endboss in der Mitte stehen, aber der ist ja jetzt nicht so. Das zack, zack. Oh, oh, oh. Dieses... Das Geräusch ist schlecht, wenn das auf die zukommt. Wenn sie so... Da kommt immer was Schlechtes bei raus. Ich habe keinen Superspeed mehr. Jetzt habe ich wieder Superspeed, jawohl. Ja, wenn ich den erwische, dann ist er schon tot. Ich habe gedacht, hier gibt es eine Herausforderung. Oh verdammt, der explodiert ja. Warum explodiert er denn? Zack. Habe ich schon alle erwischt? Oder wie sieht's aus? Irgendwas hat gepiept. Oh Gott, wir haben 15 neue Nachrichten. Ich guck mal kurz. Wir haben 9 Feinde gefunden, die verfeindet sind. Wir haben einmal die Viecher vom Anfang. Klasse Gnarr. Sind weiblich, oh Gott. Wenn sowas hier auf den Straßen rumläuft, ne? Dann ist aber... Dann haben wir Kopflose mit dem roten Hemd. Das ist Bad-Headed Firecracker. Ein Cyber-Zombie in West, was auch immer. Dann haben wir die Bad-Head Kamikaze-Menschen. Die haben keinen Kopf und haben 2 Bomben anscheinend in der Hand. Da steht auch ein paar Werte zu denen, aber die kann man sich ja eigentlich logisch erkunden. Schön ist, die Charaktermodelle hier sind noch ein bisschen schöner als in-game. Das Spiel ist halt ein bisschen älter. Die kann man hier noch mal ein bisschen besser sehen, sag ich mal. Ja, das 4, das hatten wir auf großer Distanz. Das hat anscheinend eine Art Minigun. Ach, Rechtsklick geht auch, okay. Dann haben wir noch den Kopflosen hier. Und dann sind wir bei Technical irgendwas. Da steht immer, was wir machen sollen, aber ich habe keine Lust, das zu lesen, Mensch. Waffen. Wir haben super Waffen gefunden, ganz toll, alles super. So, keine Nachrichten mehr. Vielleicht fange ich demnächst an, das zu lesen. Also ich habe jetzt ja alles gezeigt, wenn dich das interessieren sollte, was ich nicht glaube, dann kannst du ja einfach mal schnell auf Pause machen. Sollte ja ausreichen, denke ich. Also einmal schnell hier hochgelaufen.
und wieder runtergefallen. So wie sich das für einen Profi gehört. Der hier ist, das Spiel heißt ja auch Serious Sam. Das heißt, das ist vollkommen logisch, sinnfrei, Dings. Ah, what the fuck, Mann? Was ist denn los bei dir? Meine Fresse. Springt er mir vor die Flinte. Das sieht nett aus, muss ich sagen. Ich glaube, das ist ein Flamed War. Was wohl ein Flamed War macht? Hm. Kann ich mir nicht denken, was der macht. Hm. Oh Gott, was war das für ein Geräusch? Ich denke, der Flamed War, das, mit dem kann ich mich auf jeden Fall anfreunden. Was bist du? Machen wir mal ein bisschen Kammerjäger? Oder was? Oder wo? Oder wie? Geht's hier weiter? Menschen ins Kindes. Bin ich jetzt hier drin gefangen oder bin ich nur falsch irgendwo hingelaufen? Die Tür geht nicht mehr auf. Ja, komm hier, Flammi-Werfer. Zack, zack, zack. Schnell geht das hier mit euch. Ich habe sogar über 200 HP mittlerweile. Ja, was ist denn das hier für ein Kampfmensch? Meine Güte. Es ist... Oh, der hat eine Kettensäge. Oh, der läuft auf mich zu. Der Flammenwerfer ist so krass, Mensch. Ich habe den, glaube ich, vorher noch nie gespielt. Ich habe immer, bin immer bei der Shotgun oder so geblieben. Der Flammenwerfer rotzt einfach alles weg. Oh, eine Cutscene. So episch. Wir kommen aus dem Mund eines Menschen. Oder etwas Vergleichbarem. Mit dem Flammen-Dwower. Los geht's. Von wo kommen die? Und... Der Flammenwerfer ist einfach super. Die verbrennen direkt. Zack. Tot. Liegt hier noch irgendwas Schönes rum, was mich interessiert? Hier ist Rüstung noch drin. Rüstung kann man bis... Ich weiß nicht, bis auf wie viel hoch hauen. Das ist... Halt wie extra Leben im Prinzip. Oh. Oh, 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 oh. Wir können doch über alles reden, oder nicht? Oder muss ich hier wieder ein bisschen Kammerjäger machen? Ah, ah. Irgendwie, weiß ich nicht. Sterbt, sterbt einfach alle. Das ist wie GTA. Nur mit merkwürdigen Viechern. So, wir sind da oben rausgekommen. Aus dem Gesicht dieses komischen Viehs. Also wenn wir noch unendlich Munition im Prinzip für den Flammenwerfer finden. Ja, ist ja gut. Verbrenn doch einfach, mein Freund. Verbrenne einfach. Verbrenne. Ich habe jetzt gar nicht gehört, was mein Charakter hier gesagt hat. Wir haben ein bisschen Scharfschutzmunition. Sieht aus wie 762. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Ja komm, ihr seid keine Herausforderung mehr, ganz ehrlich. So, ta-ta-da! Easy. Hier ist ein bisschen Blut an der Wand. Ich denke, hier komme ich nicht rein, oder? Nee. So, von hier... Kommen wir von hier jetzt? Ich habe mich verlaufen, glaube ich. Ja, wir kommen von hier, da geht's nicht hin. Dann geht's wohl hier lang. Meine Maus ist einfach so schnell, dass ich da... Ja, das ist hier jetzt so ein bisschen hier Lara Croft Jump One. Weiß was ich. So, zack. Ich will hier jetzt auch kein Risiko eingehen. Apropos Risiko. Safe Game. Safe, safe, safe. Safe. Enter, okay, Escape. Okay, haben wir gespeichert. Ich glaube, nach von da sind wir gekommen, nach da müssen wir weiter. Das ist nur, damit ich jetzt, falls ich doch so blöd bin und irgendwo sterbe. Dann weiß ich wenigstens, was abgeht. Es gibt sicherlich auch einen Key zum Quicksaven. Den kenne ich nur nicht. So wie das bei mir meistens bei irgendwelchen Spielen ist. Laufe ich jetzt wieder zurück? Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. So viel wieder hier ist. Ne, da vorne geht's raus. Zack, 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 zack. Was bist du denn für einer, Mensch? Zack, Shotgun-Munition haben wir Maximum erreicht. Dann nehme ich einmal... Super Rüstung mit. Am meisten haben wir Shotgun-Munition. Das heißt, ich werde die einfach mal benutzen. Denke ich. Ja! Hier haben wir eine... Was ist das?
Ich weiß nicht, was das war, was ich jetzt eingesammelt habe. Ich hab's. Moment mal, ich hab doch die Use-Taste. Oder auch nicht. Okay. Oh Gott. Nein, verbrennt, Kammerjäger. Ja. Kakerlaken, überall Kakerlaken. Fäkalien. Das ging schnell. Falsche Waffe, falsche Waffe. Wo ist sie? Wo ist sie? Ah. Ah. Gott. Oh Gott. Geht weg. Ich will nichts von euch. Oh Gott. Die treffen mich aber, glaube ich, auch nicht. Aus einem unerfindlichen Grund. Ich treffe sie aber auch nicht. Verbrennt doch einfach. Verbrenne. Ich habe das Ding da angezündet. Warte mal. Vielleicht gibt es ja hier eine Art... Wie heißt denn das? Easter Egg oder so. Wenn ich alle anzünde. Ja, dann kommt wieder hier einer von denen dazwischen. Ich habe jetzt alle... Alle drei angezündet, es passiert nichts. Hm, kein Easter Egg, naja. Dann gehe ich mal wieder ein bisschen Gedöns einsammeln. Ich muss aber sagen, der Flammenwerfer hätten wir mehr Munition dafür. Ich habe jetzt aber auch... Ach nee, ich habe jetzt noch... Ich habe jetzt zwei Shotguns. Einmal die doppelläufige und dann habe ich nochmal die... Die fette Wumme hier, die Pumpgun. Oh, 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 ich hab für einen Flammenwerfer was gefunden. Aber ich denke, wir können auch ein bisschen mal mit der Shotgun hier was machen. Das ist nicht gut. Oh Gott. Lass mich nicht sterben. Geht's hier weiter? Ne. Wo müssen wir denn hin? Dahin müssen wir, denke ich. Lass mich nicht sterben, lass mich nicht sterben. Das hat doch schon ein bedrückendes Gefühl, trotz der Pixelgrafik. Lass mich hier durch. Tür, öffne dich! Warum öffnest du dich nicht? Oh Gott. Sesam, öffne dich. Bitte. Irgendwas. Dann guck ich mal nach da vorne. Ach, Hughes. Ja. Ja. Dafür sind die Dinger wohl da, denke ich. So, schnell hier durch in einem Zug. Die Sache ist, ich muss halt jedes Mal auf Enter drücken, was ein bisschen umständlich ist vielleicht. Jawohl, es öffnet sich. Genauso wie ich es geplant hatte. Ich glaube, da kommen wir mit dem Flammenwerfer nicht zwingend weiter. Gott, hinter mir. Wo ist es? Zack. Habe ich das Flammenwerfer-Viech schon umgebracht? Ne, das steht da hinten noch. Bringt das was? Ah. Ah. Geht weg. Hilfe. Es sind so viele. Oh Gott. Das ist ein Spiel für mich, glaube ich. Ich glaube, das ist richtig schön, das Spiel. Das ist so wie Besiege. Da kannst du einfach draufkloppen, wie du willst. Ich glaube, der hier hat eine Minigun. Stehst du nochmal auf? Stehst du immer noch auf? Wir hatten doch... Zack. Oh, das war's schon. Okay, wir haben auch wieder ein paar neue Messages. Enter, enter, enter. So. Enemies, wir haben den Lava-Golem. Bla bla bla. Big ones may be excellent, huge and dangerous. Dann haben wir den Pumpkin... Kettensägen, Mann. Und das Vieh hier, das hatten wir vorhin schon mal in Rot. Waffen haben wir auch zwei neu einmal. Das schöne Ding und natürlich den Flamed War. Und wir haben Technical Touch. Wir sind jetzt Crusher. Jet Another Classic, Myron Trap. Ah ja, das ist dann wohl eine alte Falle gewesen, die super war. Ich hatte meinen Spaß damit. So, weiter geht's. Shotgun raus. Wir haben anscheinend noch 174 Schuss. Willst du mich eigentlich verarschen? Pumpkinhead-Mensch? Willst du mich eigentlich überhaupt verarschen? So, kurze Sache, speichern, einmal kurz, zack. Enter, yes. Und weiter geht's.
Noch mal ein bisschen Sniper Ammunition hier eingesammelt. Ohoho. Ja, der geht wohl ein bisschen schneller down. So, wie komme ich hier rüber? Hier vorne habe ich nochmal einen Verteidigungspunkt. Es gibt sicherlich ein Steam-Achievement. Schaffe das Spiel ausschließlich mit deinem Kampfmesser. Technical Knife. Mit deinem... Ich weiß es nicht. Das wäre natürlich auch mal eine geile Herausforderung. Und das dann auf höchstem Schwierigkeitsgrad natürlich. Ah! Was ist denn los bei euch? Was? Kann man das kaputt machen? Ja, kann man. Okay. Gott. Von dem Vieh da hinten kommt das. Au. Ich glaube, das ist nicht so meins. So, zack. Kann ich drauf schießen. Okay. Einmal kurz, ich möchte mir das Vieh mal kurz in der Datenbank angucken. Jetzt geht doch Enter hier. Muss ich die Maus stillhalten? So. Ich hab einfach so lange auf Enter gerade gekloppt. Das Vieh hier. Das ist schon krass. Reward 5000 FC. Was auch immer das ist. Keep them under contrast fire and try to shoot down their missiles in the air. Also ich soll seine Missiles in the air down schießen. Ich kenne die Melodie. Die da gerade war. Ich hoffe, man hat die auch gehört auf dieses, auf dieser Plattform mit diesem Y. Was ist denn los? Woher kommen die ganzen komischen Gestalten? Matsch. Rocket Ranger. Rocket Launcher, jawoll. So, da vorne ist noch ein bisschen Rüstung. Ich habe das Gefühl... Oh, zwei Raketen. Ja, das sah gut aus. Ich bin zufrieden. Ich denke, ich bin zufrieden. Oh, nein. Oh Gott. Wo ist denn mein... Hier ist es. Fliegen noch Dinger darum? Fliegen noch... Ne, sind alle weg. Oder nicht? Doch, sind's. Okay. Weiter geht's. Da vorne liegt ein bisschen Leben. Ah! Gott! Kamikaze hier. Da vorne haben wir wieder so einen Lava... Ja, der schießt ab und zu mal so ein kleines rotes Ding auf mich, aber... Ich habe das Gefühl, der ist auch keine Herausforderung unbedingt. Also... Da finde ich schon... Da finde ich andere schwieriger. Au, 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 au. Wo ist mein Kammerjäger-Ding? Nein, das ist nicht das zum Kammerjäger hier. Das ist das zum Kammerjägern. Kammer gejagt. Nee, was sagt man denn? Ein Kammerjäger, der Kammerjagd, oder was? Nee, zack. Ja, ich würde sagen, das Scharfschützengewehr, das ist schon... Das ist okay, würde ich sagen. Mittlerweile habe ich so viele Waffen, dass ich den Überblick verliere. Au, 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 au. Von wo werde ich angegriffen? Da hinten? Da hinten? Was macht der denn da hinten? Zack. Von irgendwo werde ich noch angegriffen. Ich sehe es nur wieder nicht. Eins. Zwei. Au, au, au. Oh, der ist mir vor die Flinte gelaufen. Dafür konnte ich nichts. Es geht immer noch weiter. Es ist immer noch... Geh weg. Was bist du denn? Kommt aus dem Wasser gekrochen, ey. So, enter jetzt hier mal. So, wir haben komischen Fisch. Listen for noise they make in the dark. It's your best sign of danger. Okay, dann haben wir eine neue Waffe, den Rocket Launcher und zwei neue... Wir haben einmal diesen komischen Schluchtding gefunden und den Tempel hier. Und ich würde sagen, jetzt geht's mal Richtung Tempel. Kann ich ja auch durchschwimmen? Ich glaube, das ist simpler. Hier sind die Fische. Gott. So. Ich glaube, man sollte oben lang gehen, damit man nicht gegen die Fische kämpft. Aber
Mir nicht so wichtig. Ich kann hier mal ganz kurz gucken. Options, Advanced Options. Controls wollte ich suchen. Customize Controls. Customize Buttons. Irgendwo muss doch Save Load oder so. Gibt's nicht. Okay, dann werde ich weiter übers Save-Ding hier gehen. Zack, zack, zack. Oh, meine Taste ist gerade festgehangen. Die nach vorne Taste. Einmal die Ecken gesichert. Oh, eine epische Cutscene. Was hier wohl passieren wird? Ich habe das Gefühl, wir haben das erste Level geschafft. Und das in nur 21 Minuten. Okay, wenn es dir gefallen hat, lass doch eine positive Bewertung da. Wenn nicht, dann lass es mich wissen. Danke fürs Zusehen. Vielleicht kommt da nochmal ein neuer Part. Ich weiß es nicht. Bis dahin, ciao.